Na gut, dann legen wir uns mal schlafen. Gute Nacht. Aber ist gar nicht weiter wild. Also wir sind zwar da hinten mitten in der Pampa. Ich glaube aber, wir kommen da relativ easy hin. Wir haben nämlich Aiktir, wir haben Ausdauer. Wir müssen zum Beispiel durch die Ebenen ist es schwieriger als durch die Mistlands, wenn man nackt ist. Weil da hat man zum Beispiel nicht diese Mistviecher, hier diese... Na, wie heißen sie denn? Todeskitos. Ja? Da sie wären One-Shot. Und bei den anderen können wir ausweichen, weil die sind nicht so schnell. Wir sind schneller. Ich trinke mal so ein. Wir haben dann live. Wir sind gut ausgeruht. Wir haben den Gerstenwein. Gut. Und ich würde sagen, direkt let's go. Ja, durchs Reiseportal. Und hier habe ich Angst, in den Ebenen. Hier könnte irgendwo ein totes Kito kommen auf einmal. Deswegen nicht sie weg hier. Da kommt einer! Nein! Ich hab's doch gesagt, so ein Mistvieh. Woran lag's? Waren wir eben gerade... War unser Leben nicht gerade voll? Halt, stopp. Ausruhen. Und ich glaube, ich mache dann gleich eine Tür an und laufe sofort los. Oh Mann, ey, so ein hässliches Vieh. Vor allem im Wasser, ne? Da kommen wir nicht... Ach, scheiße. Soll ich mir vielleicht doch kurz eine Rüstung anziehen? Ich weiß es nicht. Ja, jetzt habe ich nämlich eine richtig miese Situation. Warte mal, ich gehe mal kurz nach da unten. So, wir sind hier. Und wir können ja hier an der Küste lang. Könnten theoretisch auch mit dem Schiff hier hin. Das macht mehr Sinn, ne? Obwohl andererseits kommen wir hier lang. Wir müssten hier runter. Und irgendwie muss ich auch hier rüber. Oh, das ist jetzt richtig fies. Gut. Ich wollte ja nicht aufpassen. Das habe ich dann davon. Na gut, eigentlich habe ich aufgepasst. Ich nehme sogar noch den hier, damit wir noch mehr Life haben. Hau mir so einen rein. Nehme davon zwei. Nehme davon zwei. Dann setze ich mich mal kurz ans Feuer. So. Damit wir schneller regenerieren. Na komm. Heute noch. Weil sonst sehe ich nämlich gleich, dass wir durchs Portal gehen und sofort wieder von dem Todeskito gekillt werden. Oh, ich hasse diese Todeskitos so, ey. Ich hasse sie so abgrundtief, ne? Das sind die mit Abstand schlimmsten Viecher in diesem Spiel. Die machen gar nicht so viel Schaden. Also machen sie schon, aber die haben gar nicht so viel Life und so weiter und so fort. Aber dieses, dass sie so schnell sind und auch dieses Angreifen, Kreisen, Alter. Aber was machen wir denn jetzt? Soll ich mir doch die Rüstung anlegen? Oh nein! Die Federdingens haben die ja auch in ihrem Inventar. Ja, shit. Soll ich mir so eine Waffe mitnehmen? Nee. Ich probiere es nochmal so, ganz ehrlich. Weil sonst haben wir wieder ein Inventar... Also sind wir nachher überladen oder so. Da habe ich gar keinen Bock drauf. Und ich will jetzt auch nicht ein Portal mitnehmen. Könnten wir aber, ne? Wir haben das Portal nicht. Das mache ich. Ich nehme das Portal mit. So. Oh, einen Moment. So. Ja, scheiße. Wir müssen. Wir haben keine andere Wahl. Aber was mache ich, wenn ein Todeskito kommt? Den können wir ja nicht abschütteln. Scheiße, ich nehme mir doch eine Waffe mit. Ich nehme mir eine Waffe mit. Und zwar... Ich habe mir so hübsche Waffen, ne? Hier, komm. Das gute alte Stachelschwein. Würde ich sagen. Hindurch. Nein, da ist er schon direkt. Acht. So, komm her. Mistvieh, Alter. So. Dann hier hin und den Stuff schnell aufgesammelt. Ausdauerbalken sollte passen. Wir sind jetzt natürlich nass, das ist ärgerlich, aber wir haben dafür kein Viech. Hier, Leichenlauf, meine ich.
verbrauchen wir, glaube ich, sehr, sehr wenig Ausdauer. Und jetzt nichts hier weg. Ich mache mal das hier weg. Hier an der Küste lang. Ich höre kein totes Gito. So. Und ich glaube, ab jetzt geht's. Also... Oh oh. Ich sollte mal schön meine Klappe halten. Ah! Bitte, hab ich nicht gesehen. Eiktier. Da müssen wir einen großen Bogen drum machen. Wenn er uns erstmal gesehen hat und zwei, drei Feuerbälle auf uns feuert, sind wir nämlich Geschichte. Und ich habe auch natürlich kein weiteres Licht dabei. Wie heißt es denn? Keine weitere Schwade. Aber so geht's, ne? Wir machen richtig gut Speed mit Eiktür und Leichenlauf. Ach, Leichenlauf ist vorbei. Aber so geht's. Wir dürfen allerdings nicht vergessen, dass wir den Umhang nicht haben. Also Fallschaden haben wir immer noch. Ich warte mal kurz, bis die Ausdauer aufgeladen ist. Boah, ein Stück ist noch. Nee, das wird zu heikel, weil wir den Umhang nicht haben. Ich gehe mal lieber hier lang. So, dann hier rüber. Mittlerweile echt gute Kletterskills bei diesem Spiel. Da waren wir? Da waren wir nicht, oder? Ich gehe mal hin. Nein, was mache ich denn? Sag ich's gerade, ne? Habe ich mich echt übelst an diesen Umhang gewöhnt. Bitte lass die Zwerge sein, die mich beschützen. Ah, es ist eine Biene. Hier sind Zwerge, die mich beschützen. Helft mir. Oh, danke, dass du mich heilst. Kümmert euch um die. Aber wir haben die Mine entdeckt, ne? Erstmal haben wir hier eine Base. Genau, wo wir sind. Zwergen. Camp. Und direkt nebenan, das ist ja sehr praktisch, ist eine Mine. Da. Okay, das sind die. Ich habe schon gedacht. Hier, direkt nebenan. Mine. So, den Stuff nehme ich mit. Wenn sie es schon so darbieten. Warum denn Suttlingskerne? Oh nein, hier ist ein Zwerg gestorben. Ist natürlich traurig. Hier den Scheiß packe ich mal weg. Und das hier brauchen wir auch nicht. Wo müssen wir eigentlich lang? Sollte ich nicht lieber wieder an der Küste, an die Küste halten? Ja, ne? Ich gehe mal wieder zurück zur Küste. Da ist ein Soldat, ne? Den können wir outrunnen. Alter, diese Geräusche auch. Was für ein Mistvieh. Schnell zum Wasser. Da ist noch eine Mine. Oder war das die? Nein! Wuhu, der war lila. Licht sie weg hier. Tschüss. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen, auf Wiedersehen. Ich laufe mal hier die Wand lang. Auch immer wieder das schaffen. Hui, 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 hui. Oh. Sehr gut. Okay, wir sind da, wo dieser Händlerposten war. Auf dem Wasser. Ungefähr auf der Höhe. So weit sollte es nicht mehr sein, ne? Fingers crossed. Komm schon. Huch. Oh. So. Das ist ein Zwergencamp durchgestrichen. Ach stimmt, da sind wir gestorben. Oh nein, und da sind ja richtig viele von denen noch, ne? Hier vorsichtig. Wegen Fallschaden. Der ist in dem Spiel nämlich nicht ohne. Hier die Pilze lasse ich da mal stehen. Komme ich hier hoch? Ah, weg hier, weg hier. Ich habe einen hässlichen gehört. Bitte flieg nicht hinter mir her. Da ist was gestorben. Weiß aber nicht was.
Ui, Alter, es ist direkt hinter mir. Ah, kommt da so Fühler rein. So in den Bildschirm. Ah, ein Hirsch wurde getötet. Hier, Alter, helf mir mal. Ich habe einen hässlichen am Arsch. Dankeschön. Zwei sogar. Ja, das war jetzt nicht sonderlich effektiv. Was machst du denn da? Na gut, okay, die kümmern sich um die. Weißt du was, dann hau ich ab. Nein, 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 nein. Er hat Interesse an mir. Dann hau ich doch nicht ab. So. Habe ich ihn jetzt abgeschüttelt? Ich hoffe doch. Tschüss. Oh, dunkler Wald. Oh, dunkler Wald. Hier fühle ich mich sicher. Also noch nicht ganz. Die Hässlingen könnten immer noch hinter uns her sein. Schnell weg. Aber hier habe ich auch wieder freie Sicht. Die schöne Musik. Können wir sogar hier nochmal die Küste entlang. Eiktür wirkt nicht mehr. Aber ist auch okay. Ja, wie ich vermutet habe, ne? Der Düsterwald ist hier noch so eine kleine, so ein kleines Stück Insel unten dran. Sieht man auf der Minimap. Schön hier. Aber ist auch Düsterwald. Düsterwald ist ja nicht immer hübsch. Hier auch mit dieser Halbinsel. Das bietet sich eigentlich als Base, ne? Soll ich mal hier ein Portal bauen? Ja, mache ich. Oh, ich habe gar keinen Hammer dabei. Dann mache ich mir mal kurz einen. Was brauche ich dafür nochmal? Zwei Steine. Hier. Herstellen. So. Und dann bauen wir erstmal eine Workbench. Und ein Portal. Und ohne irgendwas. Dann kann ich nämlich schon mal reingehen. Und den ganzen Stuff dahin schmeißen. So, schmeiße ich hiermit auf den Haufen, ne? So. Und den Hammer, ganz ehrlich, schmeiße ich da auch mit drauf. Und dann würde ich sagen, wie weit ist es noch? Wenn es sehr dicht ist, das war hier. Ich nenne es mal No Name Base. Da oben müssen wir hin. Wir müssen also nur die Küste hier hoch. Ich lasse die Waffe auch hier. Wir haben ja jetzt ein Portal. Sehr nah dran. Sehr gut. Oh. Hä? Oh, wir sind durchs Reiseportal gegangen. Wir müssen natürlich ins No-Name. So. Und dann hier nichts anderes als an der Küste. Dann sollte das eigentlich passen. Ich gehe mal hier so. Um auch den Fleck dort wegzunehmen. Ah, die Musik. Da kommen doch Erinnerungen hoch, oder? Haben wir fast nur gehört, ganz am Anfang, als wir die Base gebaut haben. Und meistens kommt es auch, wenn wir zu Hause sind. Und gerade nicht irgendwie ein Feuer in der Nähe ist, ne? Eiktür können wir leider nicht anmachen. Aber selbst wenn wir jetzt sterben, ist nicht weiter wild. Ich glaube allerdings, da wo wir gestorben sind, waren sehr, sehr viele Hässlinge. Ich frage mich, wie wir die da wegkriegen sollen. Hä, was ist mit der Ausdauer los? Wir sind doch gut ausgeruht. Warum braucht das so lang? Ach, wahrscheinlich kommt mir das wieder nur so vor, weil der Ausdauerbalken so lang ist, ne? Ein richtig langer Ausdauerbalken. Autsch. Wow. Okay, damit habe ich nicht gerechnet. Wir sollten gar nicht mehr so weit weg sein. Habe ich mein Inventar aufgeräumt? Ja, das heißt, ich könnte mit einem E-Press mein komplettes Inventar nehmen. Da ist die Base. Hier vorsichtig runtersliden. So, Ausdauer sparen, wenn es geht. Hier drauf. Hier rüber gehen. So. Die sind da noch drin, ne? Hundertprozentig sind die da noch drin.
Ich habe richtig Angst. Nee, sind da aber nicht drin. Gut. Hervorragend. Dann alles wieder anziehen. Und das hier lasse ich nochmal laufen. Wir können jetzt gerade keine Magie wirken, ist aber auch nicht weiter wild. Ich nehme außerdem mal das hier und kann den entfernen. Und dann gehen wir weiter die Küste entlang, ne? Would I say? Wir haben auf jeden Fall schon Minen entdeckt, das ist erfreulich. Vor allem richtig geil, eine Mine mit einem Zwergenlager daneben. Habe ich noch nie gesehen. Ich guck noch mal hier hinter dem Felsen. Komme ich da irgendwie hoch? Ja. Aber hier ist nichts. Ja, hier ist nichts anderes als eine dicke, fette Nebelschicht. Das leite ich mal runter. Nein! Hässliche! Halt, dann nehme ich mir noch wieder den hier. Und tschüss! So. Aha, ein Schädel. Sofort eintragen. Hier. Top. Also brauchen wir noch nicht, ne? Aber wenn wir welche brauchen, dann haben wir auf jeden Fall noch ein paar Stellen, wo wir Dingens abfarmen können. Hier, was war da? Wie hieß es? Weichgewebe. Hier ist wieder so ein Schlachtfeld. Ich bleib mal an der Küste. Damit wir einen Rahmen haben, wie ich schon meinte, ne? Und einen Überblick haben, wie groß das Biom ist. Da höre ich Hässlige. Ich glaube, ein Soldat. Ja. Soldat ist okay. Der kann nämlich nicht fliegen. Macht aber trotzdem Schaden, natürlich. Warte mal. Ich hole mal einen Trank rein. So. Ja, ja, du kannst doch mal in Ruhe sitzen. Ich guck mal kurz auf der Map. Oh, ist das weit, Alter. Ist das ein Riesenbiom? Ist ja voll geil. So. Dann mal hier oben drauf. Hier ist so ein komischer Stein. Keine Ahnung, ob das ein Hinweis ist, dass hier Gebäude in der Nähe sind. Ich glaube nicht. Da ist nichts. Da ist nichts. Oh, ist natürlich auch wieder wunderbar, dass es dunkel wird. Aber das sieht ganz gut aus. Vor allem sicher. Dann da lang. Küste weiter abklappern. Ist da eine Küste? Ich kann es schlecht erkennen. Ich slide mal hier rüber. So. Sehr gut. Dann hier oben drauf. Ach so, das bin ich. Am Rutschen. Alter, ist das riesig. Geil. Also eine komplette Runde will ich auf jeden Fall machen, ne? Einmal, damit wir sehen, mit was wir es hier überhaupt zu tun haben. Na toll. Ganz knapp nicht geschafft. Mhm. Hier sind nur Felsen. Nischt. Voll wenig Viecher. Das wundert mich ein bisschen. Ich wette, gleich kommen wieder so 20 auf einmal. Und dann haben wir wieder keine Chance. Deswegen schön bedacht vorgehen. Das schaffen wir nicht, dahin zu fliegen, ohne nass zu werden, ne? Nacht hat begonnen. Oh oh. Ah! Jetzt spawnen die ganzen Hässlichen. Zuhauf.
Na komm, na komm. Nee. Ist das hier zu steil? Ich weiß es nicht. Schwer zu erkennen. Ich glaube ja. Hier könnte man hoch. Ja. Hier kann man hoch. Sehr gut. Ich höre es tippeln. Aber ich glaube auch, das war wieder ein Soldat. Vor denen habe ich irgendwie gar keine Angst. Natürlich, wenn sie direkt neben uns sind, schon, aber... Alter, was ist das für ein Kontinent, den wir hier entdeckt haben? Höchst erfreulich. Ich slide hier mal rüber. Und jump hier oben drauf. Oh, da ist eine Zwergenbase. Man sieht die Kuppel. Da mache ich mal so. Das hier und nochmal Zwergenbase Fragezeichen. So. Ah, wir sind wieder trocken. Hervorragend. Hier ist nix. Nix. Mit Y. Und hier auch nisch. Mit Ü. Ja, nee, das schaffe ich nicht. Ohne nass zu werden. Da gehe ich mal lieber hier trockenen Fußes lang. So. Und jump. Hä? Ja, manchmal ist es bei diesen Felskanten echt glitchy, ne? Hier hoch. Da leuchtet was. Das könnte ein Indiz sein, dass da was ist. Aber wir gehen erstmal hier lang. Atet. Ja, ich gehe mal davon aus, das heißt Moin. Moin, Moin zurück. So. Und was auch immer da war, wir werden es später rausfinden. Hier kreischen hässliche Viecher rum. Nee. Surtlinge. Also es sind auch hässliche Viecher, aber... Moment mal, wo sind wir denn? Ah, weil hier der... die Kante ist, ich verstehe. Ja, dann können wir eigentlich ja hier lang gehen. An dem Grenzbiom. Mach ich mal. Einerseits ist es sicherer für uns und andererseits... Ach, das war's schon. Wahrscheinlich schon, ne? Hier ist alles Aschenland, dann gehen wir mal hier lang. Hier oben drauf. So. Zack. Und ich glaube, wir sollten da oben drauf, weil sonst landen wir gleich wieder im Wasser. Boah, man sieht mal wieder gar nichts. Hierhin. Da. Da sind Bäume. Daher hoffe ich mal, dass da... Oh. Wir nicht im Wasser landen. Wir landen im Wasser, ne? Nee. Perfekt. Auf den ersten Blick sah es aus wie eine Base. Aber ist es nicht. Da leuchtet was. Und ich glaube, ich sehe da wieder so ein Dingens, so ein Kran-Ding. Deshalb glaube ich, das ist wieder eine Zwergenbase. Wir hätten uns noch ein Portal mitnehmen sollen, ne? Aber ich wusste ja nicht, dass das so riesig ist. Wir sind jetzt maximal weit entfernt von dem und von dem. Na super. Wenn wir jetzt sterben würden, ne? Oh Mann. Ich will da gerne mal rüber. Aber ich habe auch ein bisschen Angst. Ah, doch, das ist ein Steg. Hier so ein Kai, ne? Ja, komm, dann lass doch mal hingehen. Und das eintragen. Sei gegrüßt. Seid auch ihr gegrüßt, liebe Zwerge. Du hast diesen Krawall angezählt. Ja, das stimmt. Das tut mir leid. Aber da kann ich nichts für. Ich will hier einfach nur in Ruhe meine Ressourcen farmen.
Und die Viecher kommen einfach immer wieder an. Da kann ich nichts gegen unternehmen. Ich mach mal Zwergen Kai. So. Gut. Dann hier an der Küste lang. Kann es mal wieder Tag werden? Das wäre sehr nett. Und die sind auch gleich nicht mehr gut ausgeruht, ne? Wir haben Holz dabei. Wir könnten... Ne, nicht Signalfeuer, das hier. Wir brauchen wir Stein. Wenn wir mal hier ein bisschen Stein rauskloppen. Können wir uns nämlich notfalls... Campfire machen. So, sind wir hier? Ja, wir sind hier in der Unterkunft. Und wir haben genug Stein. Perfekt. So, machen wir hier mal so ein gemütliches Feuerchen. Chillen uns hier in die Ecke und drücken X. Sieht man jetzt gar nicht, ne? Ah, da sieht man's. Warte mal. So gedreht. Eigentlich gut für ein Thumbnail, ne? Moment. So, und wir sind auch gut ausgeruht. Dann reiße ich das wieder ab und let's go. Oh, ich glaube, es wird morgen. Da schimmert's so violett. Da ist Wasser, ne? Also auf der Minimap nachzuurteilen, ja. Deswegen gehe ich mal hier lang. Wir könnten Ike Tür anmachen. Soll ich das? Ja, ne? Komm. Bei diesen ganzen Klippen, die wir haben. Oh, da hinten ist Land. Bitte lass hier kein Wasser sein. Ah, da ist Wasser, aber wir können uns trotzdem noch saven. Sehr gut. So, hier lang. Krass. Was ein Monsterbiom. Gott sei Dank sind wir hier nochmal hergegangen. Hier gibt es bestimmt richtig viel zu entdecken. Da sind diese Pilze. Mhm. Das war... Soldatengeräusch, ne? Glaube ich. Oder war es ein Gyal? Ich hoffe nicht. Speichere Welt. Das bedeutet, es ist Tag, ne? In 30 Sekunden. So. Und Jump. Und das ist ein Gyal. Ich glaube da. Zur Not haben wir noch einen Feuertrank dabei. Das ist sehr gut. Habe ich ausnahmsweise mal mitgedacht. Okay, eigentlich denke ich schon ziemlich oft mit. Ich denke nur manchmal nicht mit. Ah, es ist morgens. Hervorragend. So, hier hoch. Jump, 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 jump. Nein! So. Dann hier rauf. Und hier so rüber geslidet. Das Viadukt, ne? Nee, ist ein Felsen, okay. So, hier höre ich Hasen. Hier bei solchen Wiesen liegen häufig Skelette. Und entsprechend gibt es hier auch Schädel. Aber hier sieht es nicht so aus.